Hallo und herzlich guten Morgen bei Commander Jensor. Ja, mit einem traurigen Lebenszeichen von mir. Nein, es hat mich nicht betroffen. Ich war letztes Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt. Also, ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der das nicht mitbekommt, weil es wahrscheinlich Deutschlands erster terroristischer Vorfall ist. Gestern hat in Berlin auf dem Breitscheidplatz auf dem Weihnachtsmarkt, wo man immer sehr gut Glühwein trinken konnte und als ehemaliges Westkind wie ich, bin ja im Westen aufgewachsen, war der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Gedächtniskirche halt immer so der Weihnachtsmarkt, wo, naja, wo wir hingegangen sind. Rixdorfer ist ein Thema gewesen, wartet mal, jetzt muss man mal hier zusehen, dass ich hier nicht... der Weihnachtsmarkt, Gedächtniskirche, Rixdorfer, Spandauer, nicht so, aber naja, wie auch immer. Da ist man auf jeden Fall immer hingegangen. Also zumindest ja, früher Charlottenburg, Charlottenburger Schloss, da war ich auch dieses Jahr schon. Tja, da ist gestern ein, keine Ahnung, ob das jetzt alles schon verlässlich ist, aber irgendwie ein Pakistaner hat einen polnischen LKW gekapert, den LKW-Fahrer abgemurkst und ist dann da durch die enge Gasse des, also der Weihnachtsmarkt da ist so im um die Ecke aufgebaut, wo man langlaufen kann. Und da ist der halt, Wahnsinn, mit einem LKW über die Menschen rübergefahren. Und unglaublich. Habe übrigens nebenbei einen Freund, mit dem ich gestern auch telefoniert habe, der gestern auf diesem Weihnachtsmarkt war. Bloß der war halt eben auf diesem anderen Schenkel. Also sozusagen nicht da, wo der LKW langgefahren ist. Also... naja, irre. Echt irre. Tja, was, also ich meine, mal ganz nüchtern betrachtet, warum sollte Berlin als große, große, große Hauptstadt in Europa nicht auch irgendwann mal einem terroristischen Anschlag zum Opfer fallen? Völlig klar. Also, ganz normal, dass das irgendwann passieren muss, aber trotzdem ist es so, wenn das woanders passiert, so New York Marathon, Twin Towers, irgendwie denkst du immer so, ja, na, boah, die Armen, aber ist ja nicht hier und hier bin ich ja sicher. Ich meine, ich bin eh immer schon so ein Schisser, der so Menschenansammlungen und so, seit diese ganze Terrorscheiße irgendwie läuft auf der Welt, denke ich mir immer so in der U-Bahn. In der U-Bahn kommst du einfach auch nicht weg. Also da bist du einfach gefangen. Wenn da einer irgendwie eine Nervengaskartusche oder irgendwie oder einfach nur ein Feuer legt in der U-Bahn, dann entsteht da schon so eine Panik, dass der, boah, schlimm. Also, naja, also auf jeden Fall... volles Beileid bei den Leuten, bei denen da irgendwer zu Schaden gekommen ist, aber das scheint so, tja, ich weiß nicht, ich habe mal einen Fernsehbeitrag gesehen über Israel und über die Palästinenser und die Israelis haben sich da so eine ganz, ganz nüchterne Art angewöhnt und haben gesagt, ja, unser Land mit den Palästinensern ist halt anschlaggefährdet und bei uns passiert das oft. Aber wenn wir jetzt nicht mehr rausgehen, wenn wir jetzt nicht mehr uns nicht mehr normal verhalten, dann wäre das ja auch nicht in Ordnung. Tja, muss man erst mal können. Also ganz ehrlich, ich natürlich nach so einem Anschlag ist es erstmal relativ sicher, weil dann da die Polizeipräsenz und Verfassungsschutz und Kriminal, weiß ich nicht was, Dienste natürlich mega alarmiert sind. Aber ich finde es halt krass, das ist so, man kann in einer Wohlstandswelt leben und kann irgendwie seinen Beitrag leisten und trotzdem kommen immer irgendwelche anderen Leute an, die also ich meine, was ist denn diese ganze Terrorismusgeschichte? Ist ja nichts anderes als die eine gewisse Unzufriedenheit der von Andersgläubigen, ob sie jetzt russisch-orthodox oder islamistisch oder wie auch immer. Es ist eine Unzufriedenheit von Andersgläubigen, die mit
dem Glauben als Rechtfertigung irgendwie auf die anderen ein Druckmittel erhöhen wollen. Ob es jetzt, kann man jetzt auch einfach mal ins deutsche Mittelalter zurückgehen und sagen, dass das war bei den Katholiken und bei den Evangelien und so, war das ja auch, da gab es ja auch Kirchenkriege ohne Ende. Und das war da auch genauso. Der eine wollte immer dem anderen seinen Glauben aufzwingen. Und das ist immer scheiße. Das ist immer... Das ist immer scheiße, wenn Kirche irgendwie instrumentalisiert wird. Und ich meine, im Grunde genommen sind das ja wahrscheinlich, ich kenne keinen, aber was man sich so für Bilder macht, sind das ja auch ganz arme Schlucker. Die kriegen halt, die kriegen irgendwie eingeredet, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen terroristischen Anschlag im Namen von Allah machst, dann bist du danach befreit und kommst ins Paradies und diese ganzen Dinger funktionieren natürlich auch nicht mit Leuten, die an der Uni studiert haben, weil die das, also wie soll man sagen, dass das ganze Terrorismus-System mit Menschen, die dann Anschläge begehen und ihr Leben opfern, um etwas zu bewirken, das sind natürlich nicht die ultra intelligentesten Leute. Denn wenn man ultra intelligent oder ein gewisses Maß hat, aus einer gewissen sozialen Schicht kommt, einen Hintergrund hat, einen Lebenswert greifen kann, dann würde ich sagen, würde man ja mit seinem Leben nicht abschließen. Und mir könntest du jetzt nicht unbedingt einreden, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wo man es besser hat, wenn man einen Ungläubigen halt eben tötet. Da würde ich sofort sagen, ja, du kannst gerne diese Meinung haben, aber ich glaube das nicht, weil Wiedergeburt und sowas habe ich noch nie einen gehört, der wiedergeboren wurde, und insofern glaube ich nicht dran, und insofern brauche ich auch nicht mich im Namen von irgendeinem, von einer Glaubensrichtung für irgendwen einspannen lassen und irgendetwas Schlimmes tun. Also, ist aber gut, es ist wie es ist. Also ich meine, es gibt ja auf der Welt leider eben auch die Bevölkerungsgruppen, die denen es dreckig geht und die leicht einspannbar sind für solche Sachen. Ne? Also die dann froh sind, wenn sie einen, wenn sie, boah, nebenbei krass, ey, ich erwische mich gerade dabei, wie ich so gucke, so scheiße, da vorne ist ein LKW. Also es macht schon einiges mit einem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hilft es auch nichts, dass man irgendwie das im Fernsehen vorher gesehen hat oder irgendwas in anderen Städten, wenn es die eigene Stadt ist und wenn es dein eigenes Umfeld betrifft und wenn das dein Lieblingsweihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, nein, es war jetzt nicht mein Lieblingsweihnachtsmarkt, aber es war diese... Der Weihnacht, also der Kudamm für den Berliner, für den Westberliner und dieser Breitscheidplatz, der ist halt, ich bin da aufgewachsen. Wenn ich als Kind ins Kino gegangen bin, dann bin ich am Kudamm ins Kino gegangen, ins Hoppalast. Oder es ist dort halt alles nebenbei, also alles neben dem Breitscheidplatz. Und der Platz war so total im Kopf so, ja, das ist ein schönes Fleckchen aus deiner Jugend, so deine Hood, ja. So, ab jetzt wird es irgendwie für mich der Platz sein, wo irgendein Idiot mit dem LKW durch die Menschenmassen gefahren ist. Also, ist schon ein Ding. Naja, also, tja, dies meine Gedanken dazu. Ich bin jetzt kein, man kann jetzt noch weitergehen und kann sagen, naja, wenn man in Deutschland gar keine Asylbewerber zulassen würde und gar keine Ausländer in dem Maße, dann würde diese Gefahr auch nicht bestehen. Naja gut, aber ja, mag vielleicht so sein, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, die RAF damals war auch eine terroristische Vereinigung und die war jetzt, sage ich mal, das war eine deutsche terroristische Vereinigung. Und insofern, man kann durch solche Vorfälle nicht jetzt zum Ausländerfeind werden, weil das Gros, sage ich mal, von den Leuten, die hierher gekommen sind oder hier sind,
sind halt einfach hier, weil sie es besser haben wollen als zu Hause, weil es ihnen zu Hause dreckig geht. Ob sie jetzt zu Hause kein Geld verdienen können oder ob sie politisch verfolgt werden, das sind jetzt verschiedene Dinge, die da sein können. Aber die sind jetzt ja nicht hier, das Gros der Leute ist ja jetzt nicht hier, weil sie sagen, oh geil, dem deutschen Staat auf der Tasche liegen. Das ist ja nicht so, sondern die Leute, die hier sind, die haben ja schon irgendwie einen gewissen Leidensdruck. Natürlich gibt es auch wieder irgendwelche Leute, die... als Angela Merkel ausgerufen hat, juhu, ihr könnt alle nach Deutschland kommen und wir nehmen euch alle auf, gab es natürlich wahrscheinlich wie immer auch Leute, die hergekommen sind und, boah, krass, nebenbei hier fetter Stau, also zumindest Stau. Ein Kumpel rief mir ja vorhin an und sagte, dass sie irgendwie Flüchtlingsheime in Tempelhof untersuchen und da irgendwelche Leute versuchen festzunehmen. Das geht hier nach Tempelhof, also... es gibt natürlich auch so eine Leute, die dann, wenn man sagt, Deutschland nimmt Flüchtlinge auf, die dann aus Rumänien kommen und sagen, oh geil, da können wir uns auf die faule Haut legen, da können wir Kohle abkassieren. Aber, Entschuldigung, ich glaube, die Mehrzahl der Leute, die hat halt, ganz ehrlich, was der Assad da in seinem Land in Syrien macht, das ist auch nicht feierlich. Also, das, da fehlen einem wirklich auch die Worte. Da wird den Leuten einfach die Heimat genommen. Da möchte man selber auch, glaube ich, nicht in dem Land bleiben. Wenn sowas, also keine Ahnung, machen wir mal im Umkehrschluss. Als das damals in Deutschland mit dem Dritten Reich, mit Adolfs Regierung irgendwie aufkam, da gab es halt garantiert auch total viele Leute, wenn sie denn, also es war ja damals, glaube ich, noch relativ schwierig, irgendwo im Ausland unterzukommen, weil du nach Amerika brauchst du auch nicht einwandern jetzt. Die sagen auch so, was ist mit dir? Hast du eine Green Card? Nee, hast du nicht, also geh mal wieder. Insofern, das haben bestimmt auch viele Leute, viele Juden sind damals, glaube ich, in Deutschland auch geflüchtet und in die umliegenden Länder, am Anfang nach Frankreich, Belgien, England, weil sie halt einfach irgendwie gesehen haben, was da kommt und das nicht wollten. Und wenn sowas in Deutschland nochmal passieren würde, dann würde ich mir auch überlegen, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Ding, hier zu leben. Ist natürlich hart, weil du hier alles dein Leben verbracht hast, aber du würdest dann auch sagen, ich will nicht mehr. Und wenn du in Aleppo wohnst und deine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt wird, da steht ja echt kein Haus mehr, kein Stein mehr auf dem anderen, dann würdest du dir auch überlegen, ey scheiße, ich kann hier nicht mehr sein, ich werde vom politischen System verfolgt, also man will mir ans Leder, meine Familie ist in Gefahr. Da, also ich kann das schon verstehen. Man muss natürlich echt vorsichtig sein, weil jetzt, was passiert jetzt natürlich langsam aber sicher, wenn sich sowas in Deutschland mehrt mit irgendwie so einen Anschlägen, dann werden die rechten Parteien hier wieder einen Wahnsinnszulauf kriegen, weil die stellen sich jetzt natürlich hin und sagen, ja, seht ihr, haben wir ja schon immer gesagt, die Ausländer hier im Land sind eine Gefahr und das ist natürlich auch nicht der richtige Weg und auch scheiße und ach, alles scheiße. Muss man mal eine Weile drüber nachdenken, welche persönlichen Folgen sowas jetzt hier für einen hat. Aber wahrscheinlich ist es wie immer in der schnelllebigen Welt, dass man sich relativ schnell an sowas auch gewöhnt. Ja, kann man sich an sowas gewöhnen? Klingt jetzt so blöd, aber daran gewöhnt, halt Angst zu haben. Vielleicht ist das das richtige Wort. In diesem Sinne, kurzes Lebenszeichen. Kurz ist es jetzt nicht geworden, aber Lebenszeichen von mir. Und macht's gut. Bis demnächst.